So Leute, neuer Tag, neue Fahrt und schaut es euch an. Jetzt sind wir hier. So, das war jetzt gerade die Basilika Minor St. Michael. Das ist irgendwie, was ist das? Was ist das? Das waren Kirchen, aber irgendwie ist das ja auch alles so Schloss und Kirche und beziehungsweise Kloster ist das. Kloster. Auf jeden Fall sehr beeindruckend, dieses Riesengebäude. Ich zeige, also wahrscheinlich habt ihr jetzt ein paar Bilder ohne Ton gesehen und so. Muss man sich einfach mal so angucken, ohne irgendwelche Jodelmusik da. Ja? So, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen ans Wasser, fahren hier ein bisschen Longboard und so. Und dann mal gucken, was heute noch so geht. Ja Leute, wir sind wieder im Zelt, es ist mittlerweile 20 Uhr. Ich weiß gar nicht, wo wir vorhin stehen geblieben sind. Wir sind auf jeden Fall aus Österreich zurückgefahren, waren gegen Mittag wieder hier. Jetzt regnet es schon wieder, wir sitzen hier in unserem Zelt. Roomtour geht nicht so richtig toll, weil hier alles durcheinander liegt. Und ich habe auch gerade keine Lust wieder abwaschen zu müssen und sowas, weil es mega regnet. Ich denke, man hört es auch. Hat gerade voll gewittert. Wir holen uns jetzt erstmal eine Pizza irgendwie aus der Stadt, beziehungsweise essen die da oder essen Döner oder so. Und dann schlafen wir, ne? Also, bis dann, Leute. Tschüss.
wir sind jetzt auf 1100 Metern oder sowas. Und ja, wir fahren heute mal die Deutsche Alpenstraße. So weit wie möglich. Schade, dass wir keine Spiegelreflex oder so haben. Ich filme die ganze Zeit nur mit der Legria. Man hat halt nicht so einen richtigen Zoom. Aber wenn ihr noch was sehen wollt und so, guckt auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Da poste ich ganz viele Bilder. Und immer sehr viel bei Snapchat. Also immer Snapchat folgen, Leute. Bei Instagram in die Story poste ich nicht so viel. Ich mache das immer bei Snapchat. Und bei Instagram nur Bilder. Also schaut vorbei. Bis dann, Leute. So Leute, wir sind wieder auf dem Rückweg. Wir haben gerade noch mal am Chiemsee angehalten und ja, nicht so da, wo die ganzen Touris sind. Wir sind jetzt hier auf so einer schönen Wiese und essen Müsli zum Mittag. Mal gucken, ob das schmeckt, und hoffentlich ist die Milch noch nicht komplett vergammelt. Nee, ist noch gut. Wir haben laktosefreie Milch, die gammelt ja zum Glück nicht so schnell. Also Leute, wir essen eine Runde und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder, schätze ich mal. Leute, wir sind auf dem Campingplatz und jetzt guckt euch das an. Sieht das nicht geil aus? Das mit der Roomtour haben wir mal wieder nicht geschafft, weil es die ganze Zeit unaufgeräumt war. Wir packen jetzt unsere ganzen Plünden zusammen. Deswegen liegt hier auch alles, weil wir alles auseinandergeräumt haben. Wir kramen jetzt das meiste wieder zusammen. Lassen eigentlich nur die zwei Feldbetten von uns stehen und die Decken. Und alles andere packen wir ins Auto. Morgen früh um 7 geht's weiter. Und ja, gleich grillen wir noch ein bisschen, ne? Ja, machen uns Essen halt. So, Gaskocher. Ich sage immer grillen, obwohl wir eigentlich gar nicht grillen, sondern nur kochen. So, also wir packen jetzt erstmal ein. Bis gleich, Leute. So Leute, Auto ist eingepackt und ich zeige euch jetzt nochmal den See, wo wir sind. Ja, wir düsen morgen an die Mosel, gucken uns ein bisschen Weinberge an, gehen dann schätze ich mal ein bisschen wandern. Oh, hier ist, hängt der, ich habe da so ein bisschen diesen Schutz festgeklebt. Vorhin wollte ich eine Timelapse machen, ich weiß jetzt nicht, vielleicht habt ihr sie schon gesehen. Auf jeden Fall ist dann der Akku leer gegangen. Aber naja. Der Finja schwimmt gerade noch eine Runde, ich habe keine Lust. Morgen früh, also wir haben gerade das große Zelt auch abgebaut, haben das Wurfzelt jetzt nochmal hingeschmissen, alles Essen und so eingepackt. Wir düsen hier morgen um 7 oder 8 oder so los, je nachdem wann wir wach werden. Dann geht es an die Mosel. Wir wissen noch nicht auf welchen Campingplatz, weil die, die wir vorhin angerufen haben, die waren schon belegt. Also kein Platz mehr frei. Und ja, mal schauen, wo wir morgen so hinkommen. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Und vorher noch duschen. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Haut auf den Abonnier-Button und lasst auch mal ein Like da. Kommentare auch. Wie immer. Bis dann. Ciao.